Come now, it'll be fun. No. Even just a single... I'm not calling Isolmir out just so you can learn he'll speak. I'll write down a few words. Das fängt ja schon mal ganz gut an. Hallo allerseits und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Pillars of Eternity. Heute habe ich mir wirklich vorgenommen, zu meiner Festung zu reisen und ich werde mich von nichts ablenken lassen. Nicht mal von Isolmir. Nein, nicht mal von deiner Frau, die in dir lebt, Alof. Nicht mal von der. Aber die Ablenkung letztes Mal war ja ganz gut, denn ich habe einen neuen Verbündeten. Ich habe nicht die Dirwaldstraße, nicht die Dirfurtstraße, sondern die Dunritstraße. Ja, ich verspreche, ich gebe mir Mühe, mir den Namen auch zu merken. In Zukunft. Aber zuerst zurück zu meiner Festung. Ich fühle auch, wir sind relativ weit gekommen in dem Spiel. Ich habe meine eigene Festung, ich habe eine Verbindung zur Dunritstraße, die sehr mächtig ist. Ich habe eine Verbindung zu den Schmelztiegelrittern, die mir hoffentlich nochmal helfen können. Und vielleicht werde ich sogar nochmal vor dem Duck der Stadt stehen. Wer weiß. Ich habe auf jeden Fall das Gefühl, dass wir nicht mehr die niedrig leveligen Niemande sind, die wir ganz am Anfang waren. Ich glaube, wir sind Level 7 mittlerweile von 12. Oh, Gaffold der Trunkenbold, als hiesiger Dorftrottel bekannt. Oh, das will ich lesen. Ist in die Festung spaziert und beabsichtigt, eine Weile zu bleiben. Gaffold der Trunkenbold. Ha, ich könnte ihn auszahlen. Ach, der macht mein Prestige oder was auch immer geringer. Ein böser Besucher. Na, dann wollen wir mal gucken, ob ich den nicht meiner Burg verweisen kann. Oh, die Musik haben wir ja lang nicht mehr gehört. Cool, die hatte ich schon komplett vergessen. So, ich denke, du bist da drin. In der Festung. Ich denke, da kann ich dich verweisen. Oder der Burg verweisen. Da, wo die gute Burgvogtin auch steht. Das ist aber lustig, dass ich Leute ausbezahlen muss. Der letzte, den ich ausbezahlt habe, war ja ein Adliger. Auch ein böser Besucher. Bin ich mal gespannt, ob der Trunkenbold auch von adliger Herkunft ist. Oder warum ich den nicht einfach so rauswerfen kann. Hey, Gaffold. Ah ja, okay. Du stehst einfach nur da rum. Hey, Burgvogtin. I trust all is well. Please let me know if there's anything I can do to help. Wie ist der Zustand der Burg? Die Leute beginnen ihre harte Arbeit zu bemerken. Ich könnte mir denken, dass wir schon bald mehr Besucher bekommen werden. Ich bin froh, dass Sie sich zum Bleiben entschieden haben, mein Fürst. Diesen Ort ein ums andere Mal verfallen zu sehen, war schwierig. Ihn wieder aufgebaut zu sehen ist, ich kann die Menschenmengen und Bittsteller schon vor mir sehen. Wie wäre es an den Abenden mit etwas Musik? Ha, also jetzt sind wir schon bei der Luxusausstattung. Oh, ich habe doch hoffentlich nicht übertrieben. Hier ist der Bericht. Ach so, da ist der Bericht. Okay, dann werde ich mal diesen Kerl ausbezahlen für 75 Kupferpfand. Das ist ja nicht so teuer. Also hau ab, mein Guter. Keiner will dich hier. Ja, du bist nicht willkommen in meiner Burg und der einzige Weg, den ich habe, dich loszuwerden, ist wohl wirklich dir Geld zu bezahlen. Was enttäuschend ist. So, 22 Stunden haben wir noch. Ich überlege, ob ich denke, wir rasten noch, bevor ich mich um den Angriff kümmere. Ja, ich denke, wir gehen in mein anderes Gebäude nebenan und rasten da eine Weile, bevor ich den Angriff der Skelette manuell beende. Denn deswegen sind wir überhaupt hier. Skelette steigen die endlosen Pfade empor. Und wollen mich hier in meiner Burg angreifen. Das heißt, ich werde mich jetzt hier aufs Ohr hauen mit einem Buff, der hoffentlich passt es für die Skelette. Und dann werde ich den Skeletten wohl entgegenkommen. Oder die Zeit wird vorgespult. Ich weiß nicht, werden wir mal sehen. Werden wir dann sehen, wenn ich auf den Knopf klicke. Aber zuerst schauen wir uns das Teil an. Oh, das habe ich noch nicht restauriert. Das ist natürlich schade von mir oder doof von mir. Ich denke, das muss ich demnächst machen, da unten das Restaurieren. Ich sollte auch irgendwo Händler haben. Die gucken wir uns, glaube ich, auch noch an. Ich muss mal auf die Uhr gucken. Wie viel Uhr haben wir? Wir haben die 23. Stunde. Okay. Die 23. Stunde. Sind diese Türen? Sind das hier? Nee. Na, Sagani! Hallo! Wie cool, dass du hier bist. Ich kann hier mit dir reden. Was ich nicht tue. Ja. Ist noch jemand hier? Steht Alastor hier irgendwo rum?
Wahrscheinlich. Ich mach mal alle Türen auf. Hey, Alastor, du blauer Mann, wo bist du? Vielleicht da unten in der offenen. Ah, hier unten drin vielleicht. Mal schauen. Aber mit Alastor kann man natürlich auch nicht reden. Naja, gut. Also wird er wahrscheinlich nirgendwo hier rumstehen. Aber jetzt muss ich in jedes Teil auch reingucken, jedes Zimmer, denn ich will auf Nummer sicher gehen. Nicht, dass der dann doch irgendwo hier steht und ich ihn nur übersehen habe. Aber gut, das macht Sinn. Wahrscheinlich ist hier für jeden normalen NPC, der schon im Spiel ist, ein Raum. Weil man könnte wahrscheinlich alle seine Leute hier hinschicken und nur mit einer eigenen Gruppe durch die Gegend rennen. So, okay. Ah, so viele Boni habe ich noch gar nicht. Gut, dann nehmen wir Wahrnehmung. Was anderes gibt's ja nicht. Oh. Du wachst auf und siehst Durance, der seinen Stab mit beiden Händen vor sich hält. Aus der oberen Stabspitze flackert eine Flamme, die lange Schatten auf sein Gesicht wirft, als er mit nachdenklichem Gesicht vor sich hinstarrt. Trotz all des Feuerscheins können sich deine Augen nicht auf ihn konzentrieren. Vielleicht wachst du gerade aus einem Schlaf auf, oder es handelt sich um einen Lichteffekt, aber er erscheint dir undeutlich, an den Rändern verschwommen. Nur sein Stab, den kannst du genau sehen. Ach du Durance, ich will deinen Stab doch gar nicht sehen. Ich dachte, das hätte ich dir im salzigen Mast klar gemacht. Der Stab, er scheint seine Gravuren zu studieren. Während du zusiehst, beginnen sie schwach rötlich zu leuchten, wie durch die Risse erhitzten Holzes. Die Linien leuchten wie geschmolzenes Metall und fließen die Ränder seines Stabs entlang, bevor sie sich in eine Reihe komplizierterer, feuriger Adern verzweigen. Dort, wo seine Hände das Holz umklammert halten, häufen sie sich und pulsieren wie ein Herzschlag. Während du zusiehst, formen sich die Adern zu einem Dutzend separater Kreise. Kreise, die sich wiederum drehen, bis sie ihrerseits kreisförmig angeordnet sind. Sie pulsieren, warten und alles ist merkwürdig still. Und? Urplötzlich geht von dem Feuer ein gewaltiges Licht aus. Du spürst einen Luftstoß, siehst einen enormen Blitz und erwachst abermals. Durance befindet sich immer noch im selben Ort, nun aber körperlich und real. Er scheint dich nicht bemerkt zu haben oder auf das Geschehene reagiert zu haben. Ich habe also von Durance geträumt. Und ich soll meine Vision mit ihm besprechen. Ja, ich habe ihn wahrscheinlich zu sehr vernachlässigt. Ich bin zu sehr beschäftigt mit all dem anderen Krempel, den ich zu tun habe, als dass ich mit meiner Gruppe rede. Das gab Erfahrungspunkte. Finde ich gar nicht mal so schlecht. Wo ist das, was ich eigentlich suche? Das hier. Richtig, richtig. Ich hatte einen Traum. Okay, Durance, ich werde wohl mal mit dir reden müssen. Schmerzt dich etwas? Ich hab ne Frage. If doubts and curiosity plague you, you're skinning your knuckles on the wrong door. Ich sah etwas Merkwürdiges. Du hast am Feuer gesessen und von deinem Stab ging ein starkes Licht aus. Tell me what you saw. Es gab eine blitzartige Explosion. Die Luft rauschte und unglaubliche Helligkeit und so weiter und so fort. It is the light of the Godhammer you saw. Was? Den Götterhammer? Was ist damit? Was hast du damit zu tun? It was a weapon of Deerwood's people. A symbol of their independence. It saved the Deerwood. Ich hab ne Idee, was das war, aber warum hab ich den Götterhammer in deiner Hand gesehen? Was weißt du darüber? It brought the Saints' War to an end. Knocked a god from his perch. There are few that would deny Aeothis overstepped. The Godhammer reminded Aeothis of it. You saw its light because I helped shape it, give it life, and release it into the world. Once seen, its glory is almost too bright to be believed, and too bright to be forgotten. Ernsthaft? Du hast dabei geholfen, den Götterhammer zu bauen? There were 12 of us. We fashioned the weapon, drafted plans for it, prayed for guidance at Ashfall, and it came to me there. Each of us were given a staff made from the forest of black trees around us, glowing with embers and fire far greater than this branch you see now.
It felt as if the staff was Margrin's own finger, guiding my hand, guiding the other 11, the shadows of the 12 who had come to stand on the bridge to stop Aethys. Wow, ich hatte keine Ahnung. Als wir uns begegnet sind, warst du ein ganz normaler Level 1 Priester. War zumindest mein Verständnis von dir. Ein bisschen verrückt, ein bisschen neben der Spur, aber dass du an sowas beteiligt warst, ich hatte keine Ahnung. Erzähl mir von den Schatten der 12, das scheint ja euer Gruppenname gewesen zu sein. Even in that stand, there was a ritual to it. For the 12 that stood on the bridge, there were a dozen shadows cast. A dozen faithful of Margrin, her fiercest supporters and shapers of the Godhammer. Durenz stellt den Stab vor sich ab. Die Flamme an der Spitze flackert einen Augenblick, das Licht lodert leicht auf. Es teilt sich in einen Ring aus Flammen, eine nach der anderen, bis ein Dutzend aufeinandertreffen. As 12 held Aethys fast, we 12 unleashed our prayers and let the Godhammer fall. Dann blüht sie hell auf, einmal, und nimmt wieder die Stärke einer Kerze an. Als es vorüber ist, scheinen die Schatten in der Nähe schärfer zu sein, als hätten sie Kanten, und du blinzelst, um wieder klar sehen zu können. Durenz starrt noch immer wie gebannt in die winzige, kerzenartige Flamme. Über seinem Stab. Shadows cast by the fire of the Godhammer, perhaps. They share their fate as well in time. Now the spine of the Deerwood is marked by the Godhammer. Marked by Margrin. Okay, das hat er jetzt sehr leise gesagt bei der lauten, dröhnenden Musik. Was meinst du mit, ihr habt das Schicksal geteilt? Not all deaths come with stilled breath and stilled heart. Or other stilled passions beneath the waist. Some deaths come from silence. Na klar, dass du wieder von deiner Taille und deinen Leidenschaften da unten sprechen musst. The connection we once shared with Margrin. After the light of the Godhammer, it was not the same. It was as if we'd lost our senses. And sense of purpose as well. Instead of victory, being welcomed, there was silence. Within and without. Not many can claim to have killed a god. It is less a heroic tale than you would think. And such a death, it changed our faith. All faiths, I expect. Doubt followed, and the world changed. I do not believe Margrin was pleased by what we had done. Oh, das finde ich interessant. Warum denkst du, dass Margrin das nicht gefallen hat? The world is broken. The wheel stilled. There is sickness in the world's heart. Perhaps the price of crossing a god. Crossing two gods. Even as Margrin shaped our hands, perhaps we carried her will farther than was allowed. Just as Widewin did. Saint Widewin. Mortal arrogance to match mortal arrogance. Yet if the world had changed, then I sought to change with it. If I had forgotten some of Margrin's teachings, I would find them again. I would make her see me again. Ah, okay. Also deine Verbindung zu Margrin war gestört und du hast dann irgendwas noch Verrückteres gemacht, wahrscheinlich, um die wiederzubekommen. Also, was hast du getan? Irgendwie bist du ja hier bei mir gelandet und das ist ja wahrscheinlich kein Zufall. I remembered Margrin's teachings. How reminders on the flesh were more important than the death of a vessel. And I wondered if killing Aethys, if that had simply set him free. Had it allowed him to escape his punishment and be taken on the wheel? Like a mortal? Oh, das ist eine interessante Idee. Also ist der Gott vielleicht, ist die Seele des Gottes vielleicht irgendwo neu hingegangen? Und lebt jetzt irgendwo ein anderes Leben? Das ist sehr interessant. Wie alt sind wir nochmal alle? Und wann ist der Gott gestorben? Weil vielleicht ist er einer von uns. Wer weiß. Wäre nicht das erste Mal, dass sowas passiert. As I step from the now blessed Godhammer Bridge, I thought of Ashfall.
I thought of the War of Black Trees, wondered if I needed to be burned to find myself again. That is Margaret at her heart. At least that is my hope. These are the doubts that befall me. Okay, und danach? Was ist danach passiert? The road to Ashfall is long. Gives one time to think. And if you think long enough, you do not go home. I left without telling anyone, with only the robes I wore at Halgott, my staff, and my name, which is long buried. Of my fellow 11 craftsmen, disciples, I know not what happened to them, if they suffered the same doubt as I did. But it was underserved. It was wrong. We had done all that. Oh, had asked. Grab victory from defeat and Auf Wiedersehen! Das wäre die lustigste Option jetzt in dem Moment. Okay. Erzähl mir, was auf der Brücke geschehen ist. Ja genau, wie habt ihr diesen Götterhammer benutzt? Was ist geschehen? Wie ist es, wenn ein Gott stirbt? Wir wählten die Brücke aus, weil wir sie kontrollieren konnten. Durants Hände verstärken ihren Griff um die Spitze des Stabs, als er ihn am Hals... Als wir ihn, also quasi. Als ob er ihn am Hals packen würde. Nee. Ich bin mir nicht sicher, das ist schlechtes Deutsch. Das tut mir ja leid für euch, dass es mich immer so verwirrt. Und für mich natürlich. Ja, Egoist und so. Also, jedenfalls, es war ein Ort, wo wir Eophas auf seinem Marsch die Kehle zuschnüren konnten, von dem wir wussten, dass ihn seine Schritte dorthin lenken würden. Ein steinerner Engpass. Aber sie war mehr als das. Sie war das Rückgrat des gesamten Dirwalds, Symbol des Mutes seiner Bewohner. Solche Symbole sind beim Bau einer Waffe von großer Bedeutung. Durant studiert seinen Stab und fährt mit den Augen die Einkerbungen entlang. Bei jeder Waffe. Oh, ist deine Waffe auch was ganz Besonderes? Durants Gesichtsausdruck verhärtet sich, seine Augen brennen und er runzelt die Stirn. Ich vermute, Eophas wusste das ebenfalls und auch sein Gefäß. In seiner Arroganz, seine Hand festigt ihren Griff um den Stab, er beabsichtigte, die Brücke zu passieren, ganz so, als würde er auf den Rücken des Dirwalds treten. Und wir beabsichtigten, ihn im Licht unseres Glaubens und dem Seinen zu verbrennen. 12 auf der Brücke und 12 im Schatten. Und wir opferten uns auf. Inwiefern? We put much of ourselves into the Godhammer. Such a device is not simply a machine. There are elements of the spirit in it. Even Widewind's spirit. Ah, das würde auch erklären, warum du Level 1 warst. Wenn du Level 1 warst, aber du warst ja kein hochleveliger Kerl, als wir dich getroffen haben. Das, so viel war klar. Also da hast du wahrscheinlich viel von deiner Macht aufgegeben, um den Gott zu töten. Each of the 12 who brought the Godhammer forth would have done anything to save the Deerwood, save its people. It is why we were chosen. Each of us. Each of us hated this pretender. That rage, that spirit, that rebellion went into our work and went into studying him as well. Okay, zurück zu Whitewind. Whitewinds Seele, da waren Teile von drin. We all studied Whitewind. He was our enemy and he had provided the flesh the god wore as a cloak. That flesh made him vulnerable. I knew what fields his hands had tilled, his family, what he had harvested, where he had been born. We sought to know him, what had led him to fight us. Okay, und warum war das wichtig? You don't kill the god, you kill the man it inhabits. And you leave that man a ruin, burn him to ash. The weapon was meant to not only burn his flesh, but it would burn his soul. And it did. At the cost of our own. And at the cost of our goddess's favor. That whore be damned.
Oh ja, okay, aber was ich gut finde, ist, dass Durans mehr als genug Erfahrung hat im Töten von Leuten, die man eigentlich nicht töten kann. Das heißt, der große böse Endgegner, dessen Namen ich letztes Mal gelernt habe. Feos oder Fios oder wie er hieß? Vielleicht kann Durans mir helfen, den endgültig zu töten. Also Durans, du bist vielleicht der wichtigste Mann in meiner Gruppe. Vielleicht direkt nach Eda, weil Eda fängt die ganzen Schläge ein, die ich nicht aushalte. Ja, das klingt, als ob du deiner eigenen Waffe zum Opfer gefallen wärst. Perhaps your eyes were blinded by the truth of the Godhammer, Watcher. I feel half a man at times, but even that is twice that of most others. Ja. Erzähl mir was von deinem Stab. If you fear for my spirit, your fears are baseless. The Godhammer, seeing its light, only fueled my anger and made me stronger, made me re-examine the teachings of Margrin, put them in a new light. Ja. Es wirkte aber so, als wäre nur ein Teil von dir dort, als ob dein Geist in zwei geschnitten wurde. I do not need you to cast any more questions on me, Watcher. Nor did I ask you to look upon me without my leave. Get gone and leave me be. Okay. Damit hatte ich nicht gerechnet. Lerne Durans noch mehr kennen. Immer noch die gruseligste Aufgabe im ganzen Spiel. Da kämpfe ich lieber gegen irgendwelche Untoten, als dass ich Durans noch mehr kennenlerne. Denn der guckt dich an. Der lernt mich nämlich auch kennen, rückwirkend. Werde ich ihn kennenlerne? Ich werde jetzt einfach hier draufklicken. Sonst machen wir das nämlich nie wieder. Ich beende jetzt diesen Angriff manuell und wir beamen uns zu den Skeletten und wir treten den Skeletten in die knochigen Hintern. Vorzugsweise mit einem Feuerball. Oh, ihr seid ganz schön viele. Warte mal, alle Mann, lauft weg! Ja, warte mal. Schöne Musik, gefällt mir sehr. Was haben wir denn hier an Stufe 4 Zauber, den ich noch nie benutzt habe? Die Flammenwand! Oh yeah! Und Anuf? Feuerball! Hey! Yes! Wie läuft denn das hier vorne? Eigentlich ganz gut, würde ich sagen. So, wir machen Arcane-Explosion. Ich habe eigentlich keine Angst vor den Skeletten. Ich weiß nicht, warum nicht, aber ich habe keine Angst, ich habe keinen Respekt. Ich denke, die machen wir einfach kalt. Ich bin nur der Vollständigkeit halber hierher gereist. Und ihr steht genau in der Flammenwand, ihr Deppen. Sehr schön. Sehr schön. Durans, greif auch mal mit an. Ja, läuft eigentlich alles ganz gut bis jetzt. Ich darf nur mit meinen eigenen Leuten nicht in die Flammenwand rennen. Ihr könnt ja mal hier bleiben, während meine Fernkämpfer sich um diese Skelettwaldläufer kümmern. Flammenwand ist schon ein geiler Zauber. Das muss man mal sagen. So, wir werden all das Zeug hier einsammeln. Kann man ja alles verkaufen. Oh. Gerade rechtzeitig, ja? Gerade rechtzeitig, aber ich glaube, alles habe ich nicht bekommen. Sehr schade. Aber Flammenwand gefällt. Ja, das Zeug ist komplett weg. Wie geht's euch? Okay, dir geht's relativ gut noch, dafür, dass du kurz Ziel warst. Ihr habt alle nicht so viel Gesundheit verloren. Ja, gefällt mir gut. Gab das irgendwas? Ja, es gab ein bisschen Erfahrungspunkte hier. Und ein bisschen Fortschritt im Bestiarium. Und die Flammenwand ist geil. Die Flammenwand gefällt mir richtig gut. So. Das endet das endet immer noch in 2 Tagen und 13 Stunden. Das heißt, wir haben den Angriff wirklich abgefangen. Wir haben den Angriff wirklich, wirklich abgefangen. Wo geht's denn hier zum Verlies? Schatzkammer. Ich will eigentlich gucken, ob die Frau hier ist. Wisst ihr? Die Frau, die ich gefangen genommen habe. Oh, ein Allgemeinwarenhändler. Oh, meins? Alles meins? Ja?
Cool. Hello. Ich grüße. Interesse an einer neuen Klinge? Vielleicht einer Axt? Wer gerne durch die Welt reist und Abenteuer erlebt, der findet bei mir, was er braucht. Oder vielleicht ein paar Zutaten und Gewürze. Ich habe auch Öle und Tinkturen für Wunden und Verletzungen. Möchtest du dich umsehen? Das heißt, möchtest du dich umsehen, Burgherr? Oder möchtest du dich umsehen, mein Fürst? Aber okay, ich verzeihe dir. Interessant. Du hast weniger als erwartet. Ja, du hast dein Angebot irgendwie größer dargestellt. What is it? Da war kein neues Schwert, Mr. Allgemeinwarenhändler. Ich bin enttäuscht. So, wir gehen in den Kerker. Ja, ich will gucken, ob Afra was dazugelernt hat. Ob ich die Kriminelle vielleicht gebrochen habe und ob ich die irgendwie benutzen kann für andere Sachen. Vielleicht kann ich die ja in meine Wache integrieren oder vielleicht kann ich die irgendwo hinschicken oder was auch immer. Vielleicht gibt es eine Verwendung für die Leute, die man festnimmt. Oh yeah, ich habe einen Kerkermeister. Das ist so geil. Hail and well met. Seien Sie gegrüßt, mein Fürst. Meine Aufgabe ist die Aufsicht über Ihre Kerkerzellen. Wenn Sie auf Ihren Reisen Gefangene nehmen, dann werde ich mich um Sie kümmern, so wie Sie es für richtig halten. Haben Sie irgendwelche Anweisungen für mich? Was soll mit diesen Gefangenen geschehen? Ich will, dass sie regelmäßig ausgepeitscht werden. Keine Anweisungen. Im Moment, ich will mich nur mal umgucken. Weißt du? Haha, da ist sie drin. Well? Fürst Brackett? Nein. Stell dich deiner Gefangenen. Okay. Vielleicht solltest du ausgepeitscht werden. Well? Kann ich die Tür schließen? Die Dutzenden werden mich finden. Nee. Ich habe kurz überlegt, ob ich sie wirklich auspeitschen lasse. Aber dann habe ich mich dagegen entschieden. Nur weil sie gemein ist zu mir, kann ich sie nicht auspeitschen lassen. Das gehört sich einfach nicht. Die Versuchung ist zwar da, da bin ich ganz ehrlich, aber ich habe schließlich Verantwortung für die Frau übernommen in dem Moment, wo ich sie festgenommen habe. Das ist ja das Dumme, wenn man Gefangene hat. Da muss man die plötzlich ordentlich behandeln, weil man ja für sie verantwortlich ist. Es geht ja nicht anders. Ich kann ja nicht die Leute hier foltern. Was wäre ich dann für ein Mensch? Es wäre genauso, als würde ich sie verhungern lassen. Es geht ja auch nicht. Das geht ja auch nicht. So, das Ding habe ich nicht restauriert, okay? Oder noch nicht. Sagen wir noch nicht. Das kommt alles noch. Wartet nur. Ich laufe hier aber mal rum. Vielleicht stehen hier ja noch mehr Händler rum, weil ich dachte, ich hätte mehr Händler. Ich wollte sagen installiert. Ne, ich glaube, ich habe mehr Händler hierher gelockt. Ich habe schon irgendwelche Sachen repariert. Und ich dachte, hier wären jetzt durchaus ein paar Händler. Hatte ich nicht Händlerstände irgendwo hingebaut? Hier kann ich bestimmt noch mal pflanzen. Pflanzen, so heißt das. Warte mal, doppelte Geschwindigkeit, ja. Oh. Okay, das muss mal wieder gemäht werden. Scheinbar habe ich hier nicht wirklich viel restauriert. Na gut. Dann reisen wir zurück nach Trutzbuch, denke ich. Oder gucken wir nochmal hier rein. Gut, die Leuchthöhle habe ich instand gesetzt. Die Hauptburg habe ich instand gesetzt. Ich habe die Bibliothek instand gesetzt. Nee, habe ich noch nicht. Die Kaserne habe ich aber instand gesetzt. Den Kerker, die Händlerstände. Ach, das ist wirklich in der großen Halle, okay. Und die Handwerkshalle, die könnte ich mal kaufen. Genauso wie den Kuriositätenladen. Und die Sachen hier, ja. Die Dinger muss ich unbedingt restaurieren. Das muss ich unbedingt machen. Unbedingt. Ein Übungsgelände. Es gibt viel zu tun. Es gibt wirklich viel zu tun. Es gibt immer noch viel zu tun. So, habe ich irgendwelche Quests hier draußen, die ich gerne machen würde? Aber warte mal, das schauen wir uns nächstes Mal an. Also vielleicht kehren wir doch noch nicht nach Trutzbuch zurück, jetzt wo wir schon mal im Grünen sind. Vielleicht sind andere Ziele näher, wo ich hinreisen sollte. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.